Na, heute schon ungehorsam gewesen? Wenn du es heute noch nicht warst, dann solltest du gleich damit anfangen. Es ist überhaupt nicht nötig, in den Widerstand zu gehen, irgendjemanden aus dem Land zu jagen oder jemanden das Messer auf die Brust zu setzen. Das ist überhaupt nicht nötig. Du musst einfach nur eins, und zwar ungehorsam sein. Das ist alles. Die Obrigkeit hört auf zu herrschen, wenn das Volk aufhört zu gehorchen. Bertolt Brecht war ein kluger Mann. Es macht nämlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich mich abends bei Minusgraden auf die Straße stelle, nach Frieden, Freiheit und Demokratie brülle und dann am nächsten Morgen um 5 Uhr aufstehe, damit ich um 7 Uhr im Testzentrum bin. Und dann mit Test und Maske auf die Arbeit laufe. Denn das hat nichts mit Widerstand zu tun. Oder mit sich nicht diktieren lassen. 82 Millionen Menschen in Deutschland können jeden Abend sich auf die Straße stellen, rufen nach Frieden, Freiheit und Demokratie. Wenn sie morgens mit Maske wieder zur Arbeit rennen und einem Negativtest, was hat denn das mit Widerstand zu tun? Gar nichts! Die da oben, die lachen uns aus. Das Ganze hier hört erst auf, wenn die Menschen begreifen, dass sie ihre bescheuerten Masken wegschmeißen müssen, dem Chef gegenübertreten und sagen, nein, das war's. Entweder arbeite ich hier ganz normal unter normalen Umständen oder ich gehe. Das war's. Und das müssen möglichst alle machen. Oder immer mehr. Dann ist das hier innerhalb kürzester Zeit vorbei. Jetzt werden natürlich einige wieder sagen, naja, die hat leicht reden. Was ist denn, wenn ich nicht mehr arbeiten gehe? Wenn ich meinen Kredit für das Haus nicht mehr bedienen kann? Wenn ich meine Kinder nicht mehr ernähren kann? Wenn ich meine täglichen Kosten nicht mehr tragen kann? Meine monatlichen laufenden Kosten nicht mehr bezahlen kann? Die Menschen sind in der Angst gehalten. Und damit wird natürlich gespielt, von oben herunter. Die Menschen haben Angst davor, ihren Kredit nicht mehr bezahlen zu können, in die Arbeitslosigkeit geraten zu können. Was die Menschen aber nicht begreifen, ist, dass wenn sie weiter gehorsam sind und dieses Spiel mitspielen, sie sowieso alles verlieren werden. Das ist die Agenda für 2030. Sie sieht vor, dass keiner mehr irgendetwas besitzt. Weder Haus noch Hof. Das müssen die Menschen begreifen. Es ist höchste Zeit. Wenn ihr weiter mit Tests und Maske zur Arbeit geht, dann werdet ihr alles verlieren. Eure Grundstücke, euer Haus, euer Auto, alles, alles. Der Deutsche wird im Jahr 2030 gar kein Eigentum mehr haben. Weder Haus, noch Hof, noch Grundbesitz, nichts. Jeder Bürger wird, bevor sie das Geldsystem kippen, sein Hab und Gut an die Regierung überschreiben müssen. Das sieht die Agenda vor. Wir werden nichts besitzen und wir werden es lieben. Die Worte von Klaus Schwab, World Economy Forum. Alles, was du dann hast, wird nur noch gemietet sein. Du mietest das Haus, in dem du wohnst, du mietest das Auto, in dem du fährst. Es wird alles gemietet sein. Es ist nicht mehr deins. Das ist die Agenda. Und solange du gehorsam bist und dem System folgst, darfst du das auch alles weiter benutzen. Aber wehe, du hast keinen Bock mehr und bist nicht mehr folgsam. Wehe, du willst diese Impfungen nicht mehr. Wehe, du willst dies und das und jenes nicht mehr. Dann bist du raus. Dann können die dich abschalten. Dann ist dein Leben raus. Du bist raus. Du bist nicht mehr Teil des Systems. Das ist geplant. Dir wird alles weggenommen. Du sitzt dann praktisch ohne Haus, ohne Kleidung, ohne Essen auf der Straße. Und natürlich auch, um das nicht zu vergessen, ohne Geld. Und die Möglichkeit, irgendwo Geld herzubekommen. Denn das Geldsystem wird abgeschafft werden. Das Bargeld wird abgeschafft werden. Du wirst keine Möglichkeit mehr haben, dich in irgendeiner Weise zu ernähren, irgendwo zu wohnen oder dich irgendwie zu kleiden. Du bist raus, weil du gehorsam warst. Zumindest eine Zeit lang. Und das Ganze, meine Lieben, wird schlimmer als das, wenn wir jetzt vielleicht ein paar Repressalien in Kauf nehmen und in den Widerstand gehen und ganz klar sagen, nein, nein, nicht mit uns. Dann werden wir vielleicht mal arbeitslos oder sonstiges. Da scheißen wir drauf. Was machen denn die Geschäftsführer von irgendwelchen Firmen, wenn wir uns alle hinstellen und sagen, so geht's nicht mehr weiter? Leck mich am Arsch. Das war's. Mach deinen Scheiß alleine. Ich komme nicht mehr mit Maske. Ich komme nicht mehr geimpft. Ich komme nicht mehr getestet. Ihr könnt mich mal. Das war's. Der einzigste Weg daraus ist, nicht mehr mitzuspielen. Spielen wir einfach nicht mehr mit. Dann ist es vorbei. Es ist ein Spiel, das sie mit uns spielen. Wendet euch ab von diesem Spiel. Lasst es einfach stehen. Das Spiel namens Corona ist vorbei, wenn ihr die Spielregeln nicht mehr befolgt. Wenn die Leute das begreifen, dann ist es morgen vorbei. Du entscheidest, wann und unter welchen Umständen du frei bist. Du ganz alleine. Die Menschen, die jetzt spazieren gehen, bei den Montagsspaziergängen, das sind in vielen Städten bereits mehr Menschen, als überhaupt im Bundestag sitzen. Wenn nur diese Menschen, die da spazieren gehen, am nächsten Tag nicht auf die Arbeit gingen, wäre es vorbei. Dann wäre es vorbei. Wenn nur die Menschen, die jetzt auf den Straßen sind, das sind viele, viele tausend Städte und viele, viele tausend Menschen, wenn die begreifen würden, dass sie nicht mehr mitmachen dürfen, dann ist es morgen vorbei. Was sollen die denn machen? Also kommt ins Tun. Hört auf zu reden, kommt ins Tun. Es ist ganz wichtig. Es ist für euch, für eure Zukunft. Es ist eigentlich ganz einfach. Das Spiel ist aus. Und das müssen die Menschen begreifen. Es ist vorbei, dass wir verarscht werden. Ist bei fast jedem angekommen, mittlerweile. Wie viele haben sich impfen lassen, damit sie weiter arbeiten gehen dürfen? Wenn diese Menschen morgen die Arbeit niederlegen würden, wäre es vorbei. Sie verlieren sie sowieso irgendwann. Das Beste, was wir tun können, ist, den Bundestag zu ignorieren. Was wollen die denn machen, wenn keiner mehr auf sie hört? Was wollen die machen? Also beginnt damit, Verantwortung für euch selber zu übernehmen. Geht in den Ungehorsam. Macht nicht mehr mit. Es ist so einfach. Die können überhaupt nichts tun, wenn wir nicht mehr mitmachen. Schmeißt diese Masken weg. Hört auf mit der unsinnigen Testerei. Und macht euch nicht so viele Sorgen. Es kommt genauso, wie ihr das wollt. Eddie, ihr Lieben.